Wir haben eine große Freude, einen Traktor zu designen, weil wir machen auch keine normale, sondern wir machen nur sportliche Traktoren. Ja? Und ein Traktor hat einfach mehr Hebel, mehr Levers, mehr Joysticks wie ein Hubschrauber. Und so motiviere ich immer mein Team und sage, ein Traktor ist ja viel mehr wie ein Hubschrauber. Und ich denke auch, er ist schwieriger zu fahren, als ein Hubschrauber zu fliegen. Es gibt eine Geschichte, und zwar das ist der Anfang zwischen Lindner und Storz. Da war ich vor vielen Jahren, fuhr ich mit dem Auto so durch das Tiroler Land, sah einen Anhänger mit Produkten von Lindner. Und dann dachte ich, na, die Traktoren, die brichten mal einen Designer. So habe ich den Kunden besucht und hatte dann nach einiger Zeit auch Erfolg und bekam dann einen Auftrag für den neuen Lindner Traktor. In erster Linie transferieren wir unser Wissen vom Automobildesign. Ebenso bekommen wir auch Briefing und ein bestimmtes Know-how vom Kunden Lindner. Aber ebenso tun wir eigene Research machen und befragen hier die Farmer oder Liftstationen, solche Leute, die tagtäglich mit Traktoren zu tun haben, was ihr Gedanken ist und was sie denken, was man auch verbessern könnte. Wir wollen den Traktor nicht als Arbeitsgerät sehen, sondern fast eigentlich als Freudegerät. Das heißt, der Jungbauer soll die Freude haben, den Traktor zu bewegen und nebenher eigentlich sekundär die Arbeit vollrichten. Wir wollen weiterhin dementsprechend positive Produkte machen. Das heißt, die Produkte, die schon vorhanden sind, im Laufe der Jahre immer wieder verbessern. Und Lindner und wir bei Storz sind sehr interessiert, natürlich auch innovative Zukunftsprojekte zu machen und somit auch die Zukunft von Lindner zu garantieren und zu sichern.